Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Das Aussortieren und Putzen geht weiter. Wir sind heute in der Küche. Es ist zwar schon 16 Uhr, aber ich nutze mal noch das Licht, was ich habe und werde anfangen, die Schränke auszuwischen und direkt durchzugehen, ob irgendwas dabei ist, was wir nicht mehr gebrauchen können. Da das viele Schränke sind, weiß ich noch nicht genau, wie ich es machen werde, was ich irgendwie filme oder, also das, was ich vom Putzen alles filme. Aber, oder vielleicht dann aufs, also Highspeed laufen lasse und dann später vertone oder sowas. Also lasst euch überraschen. Wir starten mal mit einer kleinen Küchentour. Es gab ein bisschen chaotisch, denn Paul bringt gerade den Müll raus, weil die Müll, ein Teller putze ich auch einmal, alle 3 Monate aus. Das hier muss ich nachfüllen in der Spülmaschine. Hier habe ich gerade unsere Salz- und Pfeffermühlen geputzt, weil man hat gar nicht mehr den Pfeffer und das Salz sehen können, weil das so trüb war, das Glas, mit so Staub. Hab hier noch abgespült. Das Waschbecken habe ich schon vorhin geputzt. Es war ein bisschen doof, die Reihenfolge, weil ich nochmal was abspülen musste. Paul möchte sich noch einen Kaffee machen. Ja, unser Outdoor-Teppich liegt hier gerade drin, ne? Denn unser Gewächshaus steht ja hier. Übrigens, wenn wir es noch nicht aufgeben, wir müssen nächste Woche das Auto zur Inspektion bringen und gehen dann zum Baumarkt und werden noch einen Versuch dieses Jahr im Frühjahr wagen und das dann nochmal hinstellen und sehr gut verankern und dann mal gucken, ob der Sturm noch eine Chance hat. Zurück zur Küche. Das hier ist unsere Küche. Die kennt ihr ja schon. Fangen wir hier an. Die 2 Dinger sind neu. Da ist Knoblauch und Zwiebeln drin. Dann der Messerblock. Da kann eigentlich nichts weg. Ah, das ist gut. Dann kommen wir hier in die Schublade. Ja. 2 Pfannenwender. Eine Flaschenbürste für unsere Karaffen und so benutzen wir die. Flaschenöffner. Besteck. Strohhalme. Diese Tools. Ein paar Sachen hier. Alufolie. Backpapier, Gummis, Bienenwachstücher. Hier unten ist dann Geschirr, meistens gerade eine Spülmaschine. Große Teller, kleine Teller, tiefe Teller, Gläser und noch diese Tasse, weil die farblich nicht zum Rest passt. Dann haben wir hier unten, da ist noch ein Brötchen und Brot drin, Kartoffeln, der Toaster. Der steht nicht mehr dort, weil da jetzt der Mixer steht, weil den Paul öfters benutzt als den Toaster. Da stehen hier unsere Teesachen, die offen sind. Aha. 2 Pfannen. Diese Flaschen stehen hier noch. Und das ist hier die Spülmaschine. Hier oben sind so ein paar Putzsachen und so. Spülmaschinen-Tabs. Kommen wir hier hin. Hier stehen 2 Servierplatten. Aber da ich gestern was gebacken hatte, steht die eine gerade dort. Ah, und hier ist auch das erste. Machen wir eine Po-Schublade. Diese Topflappen, die habe ich von vor 2 Jahren oder so mal selber gehäkelt. Aber ich habe die damals schon so eng ich konnte gehäkelt. Aber es ist nicht eng genug. Also hier sind Löcher drin. Und es tut echt weh, wenn man sich da verbrennt. Und jetzt habe ich hier so hübsche braune. Die sind sehr schön dick und groß. Es ist sehr praktisch, mit denen heiße Sachen anzufassen. Und hier hinten stehen die 2 Servierplatten. Dann hier unten sind jetzt die ganzen Dosen. Vorher hatte ich ja unten die Dosen, oben die Deckel. Jetzt habe ich jetzt zusammengefasst. Dann hier unten sind ja, was ist hier alles drin? Aufstriche, unten drunter ist eine Schachtel Süßigkeiten, die Shaker, Proteinpulver, hier sind noch die letzten Mozartkugeln von Weihnachten, Mehl und Zucker zum Backen, Backofen, dann haben wir hier oben unsere Gewürze, hier unten so, ja, Küchentools. Da fehlt noch ein Sieb und die Zitronenpress-Dings da. Und hier haben wir dann ja, Nudeln, Müsli, Haferflocken, Reis, Nüsse, Öle, Supplements, Rezeptbücher, Tomaten. Und unten drunter sind, wir kaufen Müsli in so einem 2-Kilo-Sack und da unten drunter ist der Rest drin von dem Müsli. Und hier sind noch, oh, sollten wir vielleicht auch noch benutzen, so Summer Roll Papier, Reispapier. Ja, naja. Das ist der Stand der Dinge. Mal sehen, was wir noch so finden. Aber ich glaube, das ist so gut wie alles, was gehen darf. Dann habe ich hier, es kamen diese Woche ein paar Bestellungen an, 4 neue Geschirrtücher.
denn unsere Geschirrtücher fallen langsam auseinander. Weil manche sind die Henkel ausgerissen, sie haben Löcher, sie haben Flecken. Eins hat auch mal geschimmelt irgendwie und die Sporen kommen da nicht mehr raus. Deshalb kommen die jetzt mal in den Müll und das sind unsere vier neuen. Die muss ich aber noch laut Waschanleitung, damit die Saugfähigkeit steigt, steht da hier irgendwo, dass ich das 24 Stunden in kaltes Wasser einlegen soll und dann bei 60 Grad waschen soll. Da wir aber noch keine heiße Wäsche zusammen haben, warte ich damit noch, bis die voll ist, damit ich das einlegen kann. So, dann benutzen wir sie noch. Was wir auch austauschen werden, sind diese unsere Küchenlappen. Da steht einer gerade hier und ich habe hier unsere Gießkanne, die draußen eingefroren war, aufgetaut, damit ich meine Pflanzen düngen kann. Ihr seht schon, die fallen auch auseinander. Das ist jetzt noch einer mit den kleinsten Flecken. Die Flecken gehen auch irgendwie nicht mehr raus bei den anderen Lappen. Und die sehen langsam echt schäbig aus. Ja, und die werden auch ausgetauscht, aber die Lappen sind noch nicht angekommen. Aber dann gehen davon, glaube ich, 6 Stück und von den alten Geschirrhandtüchern dann 3 Stück. So, ich dachte, ich quatsche euch jetzt hier mal ein bisschen was dazu, damit ihr mal eine andere Videoart seht sozusagen. Ich habe hier mit der Schublade von dem Müllsortiersystem angefangen, weil Paul, der ist für die Mülleimerleerung zuständig. Und der hat jetzt zufällig alle gleichzeitig leer gemacht und da habe ich direkt die Chance genutzt, wenn alle leer sind, und habe sie ausgewischt. Und ja, auch noch ausgesaugt, weil da war ein bisschen Krümelei drin. Ja. Die Flaschen, die ich vorhin da an der Seite rausgeholt habe, der eine ist ein Grünpflanzendünger, der andere ist ein Gemüsedünger und die Sprühflasche ist so ein Mittel gegen Tripse und anderes Viehzeug. Die lagere ich da, weil zum einen wollte ich sie nicht in die anderen Schubladen stellen und ich hatte sie vorher im Gartenhaus stehen und da, naja, sind dann doch dollere Temperaturschwankungen und dadurch war dann die Flasche im Sommer etwas aufgebläht, was sicher nicht so gut ist und auf der Verpackung steht auch, man sollte das, ich glaube, im dunklen, kühlen lagern und da ich sie aber, wenn sie im Keller stehen, nicht benutze, ja, dachte ich mir, ist das ein ganz guter Mittelweg. Und hier diese Platte, die ich da gerade abgewischt habe, die war richtig nervig zum Abwischen durch diese ganzen Furchen. Aber diese Furchen brauchst du, damit diese Mülleimer da drin stehen. Und naja. Aber ich habe es ja dann doch geschafft. Das hier ist unser Restmüll. Und da, wenn ich die Tüte da reinmache, unten rein kommt sozusagen die volle Rolle. Somit umgehe ich das Problem, dass man die Rolle Müllsäcke immer wieder sucht, wenn man den Müllsack leert, so hat man es direkt griffbereit unten direkt drin. Wenn man den Müllsack rausholt, sieht man dann auch direkt die neue Rolle. Ja, sollte man nur darauf achten, dass man immer Nachschub drin hat. Sonst guckt man doof aus der Wäsche. Ich denke, jetzt spiele ich nochmal ein bisschen Musik ein. Da. Ich glaube, sonst kann ich mit dem Mund fusselig reden. Ich weiß nicht, ist das cool? Ist das doof? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn ich jetzt nicht die Geräusche beim Putzen zeige, sondern halt dazu was quatsche. Ja. Ach, und was ihr mir noch in die Kommentare schreiben könnt, sagt mir mal, ob ihr Lust auf so Urlaubsvlogs oder sowas habt. Wir sind Ende Februar im Skiurlaub nochmal. Oder was heißt nochmal? Das erste Mal dieses Jahr. Und in Österreich an 2 verschiedenen Orten aber. Und da dachte ich, vielleicht interessiert euch das ja. Oder sonstige Videowünsche. Weiß nicht, ob nur Putzen, nur Minimalismus. Je nachdem, was euch da interessiert, schreibt es mir gerne. Guck, deshalb will ich neue Lappen. Sieht einfach echt schäbig aus. Und da die hier in der Küche hängen, möchte ich das schon ein bisschen schön haben. Ja, die Schublade habe ich auch einfach ausgeputzt. Da ist über unseren Mülleimer, das ist die Schublade über unseren Mülleimer, da ist zum einen eine Flasche Essigsäure drin, dann ein selbst angemischter Allzweckreiniger, eine Packung Handschuhe, die Geschirrspülmaschinen-Tabs, ein Wechselkopf von unserer Spülbürste, dann die ganzen frischen Lappen sozusagen. In dem Gläschen ist noch ein bisschen Natron drin, was wir zum Abflussreinigen benutzen.
Und dann noch so ein Hygrometer, was ich zum Gießen ab und an benutze, gerade bei frisch umgetopften Pflanzen oder so, damit ich nicht übergieße. Hier habe ich jetzt noch die Besteckschublade auf der anderen Seite ausgeräumt. Ja, das ist immer ein Akt, das Ding da rauszuholen, dass es nicht irgendwie verknickt oder so. Ja, da habe ich einfach alle Fächer nacheinander ausgeräumt und ausgewischt und wieder eingeräumt. Und habe hier direkt noch die ausgeblichenen Olivenholzteile geölt. Schau, Pauli. Welchen habe ich eingeölt? Schwierig zu sagen. Schön? Ja. Musste ich das schöne Olivenholzteil natürlich direkt Pauli zeigen und ihn raten lassen, was ich eingeölt habe und was nicht. War wirklich schwer zu erraten, muss ich sagen. Das eine blass wie eine, weiß ich nicht, so wie ich. Das andere wieder schön, die Maserung vom Holz zu sehen. Die haben wir in unserem Italienurlaub vor 2 Jahren gekauft, als wir mit dem Camper unterwegs waren. In Assisi, glaube ich. Genauso wie den Flaschenöffner, der da liegt. Ja, das war ein richtig schöner Urlaub. Wir werden dieses Jahr auch wieder einen Camper ausleihen, weil ich das Gefühl richtig schön fand. So ein, ich mag Camping einfach. Ich bin damit aufgewachsen und ich finde irgendwie das Lebensgefühl. Also Hotel hat was, wenn man so umsorgt wird und nicht spülen muss und so. Aber Camping ist auch schon echt ein nices Gefühl, wenn du dein Bett einfach dabei hast und sagen kannst, oh, hier gefällt es mir, hier bleibe ich eine Nacht. Oh, hier gefällt es mir nicht, hier fahre ich früher. Hier ist das Wetter schlecht, gehen wir einfach. Hier sieht es so schön aus. Ach komm, bleiben wir hier nochmal ein paar Tage länger. Also es ist so, so, so schön. Ja, und da fahren wir diesmal über die Schweiz, weil ich da ein paar Wanderrouten rausgesucht hatte, über die Schweiz nach Italien, da Richtung Genua auf der Seite. Wir machen am Comer See einen Stopp. Mailand haben wir noch nicht gesehen. Und dann da bei La Spezia wollen wir nochmal zu den, ich weiß nicht, wie man es ausspricht richtig, aber Cinque Terre, diese 5 Fischerdörfchen, die sind wirklich, wirklich schön. Da wurde uns in unserem letzten Urlaub, haben wir mit so einem älteren Ehepaar gesprochen, als wir in Rom, bei Rom auf dem Campingplatz standen. Die haben uns einen richtig, richtig schönen Campingplatz empfohlen in Levanto, ist der, glaube ich. Und von da kann man dann in Zug einsteigen, Tageskarte kaufen und dann diese 5 Fischerdörfchen abfahren. Der Zug fährt da immer hin und her. Du kannst da den ganzen Tag ein- und aussteigen. Das ist richtig, richtig nice. Das war wirklich, wirklich schön. Wir hatten da nur einen Tag eingeplant und sind auch erst morgens dann angekommen, dann so um 13 Uhr oder so losgefahren. Aber, und dann, wir haben trotzdem, ich glaube, 4 von 5 Orten gesehen und eine kleine Wanderung gemacht. Aber es war stressig. Und deshalb will ich da nochmal hin und nochmal ein bisschen mehr Zeit dort verbringen. Ja, das war sehr, sehr schön. Frierst du die ein? Willst du die noch aufessen? Mhm. Ja? Oder nicht? Ich esse sie noch auf. Schmecken sie dir? Kommen wir hier zu unserer größten Schublade. Da sind so Töpfe, Pfannen. Die Töpfe sind gerade in der Spülmaschine, deshalb standen die jetzt da nicht drin. Töpfe, Pfannen, Teesachen und noch Schüsseln und auch ein Sieb. Der Toaster steht jetzt seit neuestem da drin, weil wir den nicht mehr so häufig benutzen. Da wir zum Wochenende hin immer hole ich beim Bäcker Brötchen und die bäckt dann Paul im Ofen nochmal auf, damit sie schön warm sind morgens. Und den Shaker benutzt er einfach jeden Tag. Und das war immer nervig, den immer rein und raus zu holen. Und da haben wir uns geeinigt, dass der Toaster es sich eher lohnt, den alle 2 Wochen mal aus der Schublade rauszuholen. Auch wenn es dann ein bisschen bröseliger wird. Aber als dass der Mixer da jeden Tag rein und rausgestellt wird und der aber doller gebraucht wird, sag ich mal. Ja, so haben wir das geändert. Und der Mixer steht jetzt da neben dem Herd und der Toaster in der Schublade. Und wir vermissen es jetzt auch nicht, den Toaster auf der Arbeitsfläche stehen zu haben. Ja. Das einfach haben wir unsere Bedürfnisse angepasst sozusagen. Ja. Was kann ich noch erzählen? Jetzt habe ich in dem letzten Take viel über Urlaub gesprochen und wenig über Putzen. Ja, naja. Aber ich kann halt auch nicht, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Den Tee habe ich mit dem Gummi verschlossen, weil das Klebeding nicht mehr geklebt hat.
Die Pfanne, die ihr da seht, wir haben eine flache Pfanne und einen Wok mit so einem abnehmbaren Griff. Die sind auch beschichtete Pfannen von der Firma Voll. Woll heißt die. Die sind super duper geil. Also die haben wir, die flache haben wir schon ein Jahr und die Wokpfanne haben wir jetzt erst vor einem halben Jahr dazu gekauft. Aber noch keine beschichtete Pfanne hat wirklich so lange gehalten. Und ich kann sie halt auch im Backofen stellen, weil ich den Griff abnehmen kann. Und die sind wirklich, wirklich toll. Die sind sehr teuer, aber wirklich toll. Okay, machen wir heute mal weiter mit der Küche. Wir haben ja diesen Bereich schon... Hatten wir den schon? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Oder habe ich nur... Fünfmal hier die Topflappen und die Servierschüsseln formen. Hier die ganzen Dosen. Ne, die habe ich gleich noch nicht ausgewischt. Oh, ist auch schön dreckig. Hier unten, ja, da unten sind so Süßigkeiten. Hier sind Aufstriche. Und ja, ist so ein bisschen durcheinander. Hier ist es Proteinzeugs, aber auch Backen. Und ja. Achso, und hier sammle ich gerade noch die ganzen Lappen, nachdem wir sie benutzt haben, dass die wegkommen. Und die hier, die habe ich noch gefunden. Die habe ich mal selber gemacht. Das sind eigentlich Glasuntersetzer. Aber zum einen sind die übel staubig von unten und man kann sie nicht wirklich waschen oder reinigen, wenn die Flecken bekommen. Weil ich habe dann mal versucht, eins zu waschen. Das wurde dann irgendwie so bräunlich. Hat mir nicht gefallen. Deshalb kommen die auch weg. Wir benutzen sie nicht mehr. Ja. Die neuen Abtrocknerhandtücher sind super. Die habe ich ja in Wasser eingelegt und dann gewaschen. Die saugen sehr gut. Da. Und hier sind noch neue Lappen eingezogen. Diese hier, diese Wabenstruktur. Hast du die schon mal benutzt, Paul? Heute zum... Und? Gut. Perfekt. Also die sind auch gut. Du hast die Handtücher in Wasser eingelegt und gewaschen, oder? Paul hat die Handtücher in Wasser eingelegt und gewaschen. So. Entschuldigen Sie bitte, dass ich gelogen habe. Braucht man auch so viele von diesen Döschen? Ich habe die jetzt länger nicht benutzt. Wir haben die doch damals benutzt zum... als wir die Bowls beim Arbeiten dabei hatten. Mhm. Soll ich sie bei der Keller stellen und gucken, ob wir sie vermissen? Ja. Weil ich habe jetzt... die meistens nur noch zum Pflanzenvermehren benutzt. Aber das habe ich auch diese hier benutzt und da die ihren E-Kalkflecken bekommen. Das waren ja so kleine von Senf oder sowas. Also stell ich sie mal in den Keller und mal schauen, ob wir sie vermissen. Jawohl. Die vier kleinen. Fünf kleine, das eine ist noch mit der Pflanze gefüllt. Auch die große Variante davon. Auch im Keller. Oh, wir sollten mal wieder Sprossen machen, hä? Yes. Gut. Diese Einteiler hier von den Edelstahlboxen benutzen wir auch im Alltag nicht, oder? Weil wir wissen ja nicht, wie die Box sich weiterentwickelt. Also ich würde die mal aufheben, aber ich mache sie auch in den Keller. Weil hier rumfliegen in der Schublade lohnt sich ja irgendwie nicht. Ja. Gut. An dem Tag habe ich jetzt mal die Aufnahmen ein bisschen auf Zeitraffer laufen lassen, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Ja, jetzt sind wir schon bei den Gewürzen. So schnell kann ich gar nicht reden, so schnell wie ich da putze. da habe ich ein bisschen umsortiert und ich habe die Gewürzgläschen nach Alphabet sortiert, sodass man die immer wieder leicht einsortieren kann und nicht irgendwie nach Art oder nach Farbe oder sonst irgendwas. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Da sind ein paar rausgeflogen, die ich mal für ein Rezept gekauft hatte und dann nicht mehr benutzt habe. Ah, die werde ich weiter verschenken. Darunter habe ich nur ausgewischt und nichts, da kam nichts weg. Ja. Mensch, das geht viel zu schnell, ich komme gar nicht zum Reden. Ja, ihr seht ja, was ich mache. Viel Spaß. Holly, wollen wir für nächste Woche
auf dem Einkaufszettel mal die hier berücksichtigen, dass wir die mal leer machen. Ich weiß nicht, oh, 30.09.23 abgelaufen. Ich weiß nicht, wie gut die, gut, es sind noch sehr viele, aber wie gut die noch, weiß nicht, funktionieren, wenn die so alt sind. Weich dürfte ja nicht schlecht werden. Da ist ja keine Flüssigkeit drin, sondern das ist getrocknet. Für den Einkaufszettel, wir brauchen Waschmittel. Aha. Oder haben wir unten im Keller noch Vorratsflaschen? Nee, ich glaube, wir hatten es damals in Edeka vor Ort gekauft, das sind die Flaschen. Was war's noch? Shit. Bratöl brauchen wir wieder. Das ist nur noch so ein Viertel drin und wenn wir erst in 2 Wochen dann wieder dort sind. Das ja auch mal aufbrauchen. Das ist zwar nett als Backup zu haben, aber das ist auch schon uralt. 8.05.23 abgelaufen und das ist auch trockenes Pulver. Das heißt, es ist auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube, das haben wir in Ali noch gekauft, oder? Oha. Das ist okay. Lass uns die Sachen, die wir aufbrauchen wollen, mal irgendwie ausstellen zum Nutzen. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Ich versuche eine gute Mischung zwischen normal und Zeitraffer zu machen. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt endlich fertig bin wieder mit den Schränken. Die haben es jetzt nötig, vor allem halt da die Gewürzschublade und unten mit den Nudeln und so. Die benutzen wir halt am häufigsten und da ja, passiert häufig mal ein bisschen was. Bevor ich jetzt durch bin und ja, es ist jetzt nicht viel gegangen, aber so ein paar Sachen wieder. Aber es ist halt eine Küche, da ist halt auch nicht so viel zum Aussortieren, würde ich sagen. Für mich nicht in meiner. Aber immer mal wieder findet man doch ein paar Sachen. Ich dachte immer, die Gewürze kann ich noch irgendwie benutzen, tue ich aber nicht. Und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass die halt, ich weiß nicht, ob Gewürze ablaufen können, aber die Intensität wird ja irgendwie weniger. Und ja, die gebe ich schon meiner Twiggermutti. Die kocht viel und benutzt auch viele Gewürze, deshalb kannst du damit sicher was anfangen. Und ansonsten aufbrauchen, wie gesagt. Aufbrauchen dauert immer ein bisschen, mal schauen, ob wir in 3 Monaten die Gewürze immer noch haben oder es geschafft haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Hab selber irgendwas geputzt, aussortiert oder sonst irgendwas gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss!